Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Die beiden Teams, jetzt gerade auch vom Schiedsrichter gespannt, die aufs Feld geführt werden. Hauptschiedsrichter Luca Maurer, 24 Jahre alt, heute in seinem... Und vor allen Dingen gegen Wiedenbrück, jetzt beim Eckball. Aber nicht gut getreten. Festen Kader der Profimannschaft, die gerade parallel unweit von ihr das Zweitligaspiel gegen den SC Paderborn bestreitet. Habe jetzt nicht genau ganz genau gesehen, was da mit Tim Skolik ist. Meiner Sicht der Dinge nach ohne gegnerische Einwirkung da zu Boden gegangen. Auf Diallo, auch er heute neu in der Startformation. Genauso wie Jonas Erwig Drüppel. Schönes Zusammenspiel. Und da ist er beinahe drin. Manuel Schiebner. Manuel Schiebner treibt an. Mit Melich, Hilger abgelegt für Diallo. Nochmal die Möglichkeit. Yasin Kaya. Ein richtig gutes Ding. Möchte er von seinen Jungs natürlich sehen. Vor allem gegen so eine junge Truppe wie die Fortuna. Mit Nishi. Dauert ein Ticken zu lange. Und jetzt Bocek. Ein kleiner Warnschuss. Aber macht im Mess. Geht die Meter mit und setzt gut nach. Ziemlich offenes Visier jetzt gerade. Erwig Drüppel. Richtung Robin Hilger. Und beinahe hat es geklingelt. Ja, solche Ballverluste sind tödlich. Wie hier von Hirschberger. Hilger. Robin Hilger. Sah mir sehr abseitsverdächtig aus. Lässt sich jetzt im Nachhinein aber natürlich nicht mehr auflösen. Hat den Zehner der Felberter bisher ganz gut im Griff. Jetzt kommt Pazurek. Ne, Schiebner war's. Richtig nach hinten losgehen. Kalonji. Ein Tick zu steil für Bürth. Der Moment zögert. Szene noch heiß. Bürth. Nishi. Und Hirschberger, wann schließt er denn ab? Ein Ticken zu spät. Nikolas Hirschberger. Durchaus noch einige Abstimmungsprobleme zu sehen. Schick gemacht aber von Robin Hilger. Mit der Hacke. Fausi in der Mitte, Bürth, Kalonji und Brechmann. Der ist jetzt am Ball, Kevin Brechmann. Ja, das sah, glaube ich, aus meiner Position dann doch noch ein bisschen enger aus, als es eigentlich am Ende war. Ja, also ein gefährlicher Ballverlust der Felberter und der Konter läuft mit Hirschberger. Stark verteidigt von Abdelhamid. Dritte Gelegenheit, Brechmann. Markus Pazurek und Robin Hilger. Findet er einen von denen? Macht ihm es. Nee. Und da ist ganz viel Platz. Kim ist rechts, hat freie Bahn. Kalonji links. Kriegt er den in die Mitte? Kriegt er! Mitwo Kim! 1:0 Fortuna Düsseldorf. Und es ist kein Abseits. Die Fahne bleibt unten. 78. Minute. Auch wenn er erst seit wenigen Minuten auf dem Platz steht. Schröder kommt da an Beric vorbei. Maxim Schröder.
nochmal die Gelegenheit. Und beinahe das 2:0. Luis Felipe Montero, richtig schöne Einzelaktion. Und dann steht der Pfosten der Entscheidung im Weg. Folgen nach sich ziehen. Macht im Mess. Mit dem linken richtig scharf. Wichtig, dass Gorka da die Hand an den Ball kriegt. Der einzige Felberteil noch in der eigenen Hälfte. Und das auch nur ganz knapp. Richtung Pazurek. Zieht ihn da gut runter. Schussmöglichkeit, Hemke. Das dauert zu lange. Und trotzdem wird es gefährlich. Pazurek! Markus Pazurek! Und wieder schlägt Felbert in letzter Minute zurück. Und Max Machtemes darf nochmal einen seiner Halbfeldfreistöße in Richtung Tor ziehen. Machtemes auf Berisha. Schöner Kopfball. Aus fast 16 Metern Torentfernung. Aber Gorka greift beherzt zu. Und sichert seiner Fortuna hier zumindest den einen Punkt in einem richtig intensiven Spiel gegen Aufsteiger Felbert. Dass am Ende beide Mannschaften mit einem Punkt verlassen.